Schauspieler Leonardo DiCaprio oder Gwyneth Paltrow. Stars, die auf tierische Produkte verzichten. Sogar bei den Oscars gab es Pflanzliches am Teller. Kein Wunder, Hollywood liebt vegane Kost. Und genau dort stand Model Kerstin Lechner auf der Bühne. Sie hat lange in Amerika gelebt. Ich glaube, Amerika ist, was den veganen Lifestyle betrifft, definitiv Vorreiter. Das wird bei uns weniger zelebriert wie drüben. Kerstin Lechner kocht selber gern. Der Besuch bei Martina Wick in Kirchschlag bei Linz ist auch für sie ein kulinarisches Highlight. Ich bin ja ein klassisches Wirtshauskind. Wir sind natürlich nicht vegan aufgewachsen, sondern mit Schweinsbraten, Cordon Bleu und Schnitzel. Und deswegen freue ich mich heute insbesondere, dass wir auch die vegane Küche kennenlernen dürfen. Auf sie wartet ein Drei-Gänge-Menü aus dem Glas. Vor 5 Jahren gründet Martina die Marke Kochmarie. Ohne viel Shishi, gekocht wird mit regionalen Lebensmitteln. Sehr cool, das schaut hervorragend aus. Aber meine Frage ist jetzt natürlich, wann war das letzte Mal, dass du Fleisch gegessen hast? Ja, ist eine gute Frage. Kann ich mich nicht mehr erinnern. So lange ist es schon her? Ja, es ist schon sehr lang aus. Also 10 Jahre sicher. Leberkäse, Semmel, Käsebrot und Co. Das war einmal. Jetzt gibt's nur mehr veganes Mühlviertler Bio-Essen aus dem Glas. Und zwar habe ich im Büro gearbeitet und habe mir immer gedacht, ich brauche irgendwie ein gescheites Mittagessen. Da hat es noch nichts Veganes gegeben, so rundherum. Und damit ich nicht immer, weiß ich nicht, vorauskoche und dann 3 Tage dasselbe ist, habe ich mir gedacht, ich tue es einfach so wie meine Oma in Glaseln auffüllen und einrechsen. Dann ist es haltbar und irgendwann ist nachgefragt worden, ob ich es verkaufe. Und dann haben wir gedacht, nein, mache ich nicht. Ja, nach 5 Jahren verkaufe ich ziemlich viel von den Glaseln. Mittlerweile lässt sie kochen. Die Nachfrage ist groß. Bis zu einem halben Jahr sind ihre Gerichte im Glas haltbar. Deckel aufschrauben und essen, so ist immer schnell gekocht. Gibt's verschiedenste. Aha. Von Aufstriche über Suppen, Hauptspeisen, Nachspeisen, alles fix und fertig im Glas. Marmeladen haben wir auch. Mhm. Ein Chili gibt's. Wow, darf ich das machen? Ja. Ich is einmal in der Woche vegan, vegetarisch. Ich kann leider nicht Fleisch essen. Ich lege auch sehr viel Wert auf Restel kochen, wie man so schön sagt. Ich mag nichts wegschmeißen, was man irgendwo auch noch im Kühlschrank verkochen kann. Als Hauptspeise serviert die ehemalige Unternehmensberaterin Lasagne. Die Sauce kommt natürlich auch aus dem Glas. Der Start war, weil ich keine Tiere essen wollte. Dann bin ich eben vegetarisch geworden und habe mir gedacht, das ist ein guter Plan. Und dann habe ich mich aber immer mehr und mehr mit dem Thema beschäftigt und habe festgestellt, das Vegetarische ist jetzt einmal für alle Tiere auch nicht ganz so gut, weil Milchprodukte kommen ja auch irgendwo her von einem Tier. Deswegen bin ich dann auf vegan gekommen, weil das die einzige Alternative für mich war, die Sinn gemacht hat. Und was man nicht vergessen darf, ist aufs Eiweiß. Weil es ist auch gerade beim Vegetarischen oft so, die Leute essen halt dann ganz viel Salat und Gemüse und dann kommt außer, es fehlt ihnen das Eiweiß. Und bei Veganen nochmal extra. Keine tierischen Produkte und auch kein Soja. Kochmarie nimmt stattdessen Lupinen. Im Mühlviertel wachsen überall Lupinen, vor dem Haus jetzt einfach als Deko und für Schweinefutter. Und dann haben wir gedacht, war eigentlich praktisch, hat man früher gegessen. Habe ich ausprobiert, ist perfekt, vertrage ich gut und mittlerweile baut es ein Bauer für mich im Mühlviertel an. Das hat 42% Eiweiß, kein Fett, alle Aminosäuren. Vegane Ernährungsumstellung bedeutet nicht gleich Gewichtsverlust und ist nicht gleichzusetzen mit einer Diät. Bei mir war das so, dass ich schon immer recht schlank war und ich zugenommen habe am Anfang, wie ich auf vegan umgestellt habe. 3 Kilo. Ich glaube nämlich, dass man mit vegan und überhaupt mit einer sinnvollen Ernährung das Idealgewicht automatisch kriegt. Was ich immer ganz interessant finde, ist ja, dass die meisten glauben ja, wenn sie vegan und gesund essen, dass sie dann auch automatisch schlanker werden. Ist das so? Ich glaube, dass wenn man vegan isst, man schon abnimmt, wenn man wirklich pflanzlich isst und kein Junkfood. Weil man kann natürlich veganer essen mit Pommes und irgendwelche Burger und dann würde man nicht abnehmen. Martina und ihre Mühlviertler Hausmannskost. Auch der Gugelhupf kommt aus dem Glas. Das Wichtigste ist, dass man Eier weglässt, Milchprodukte weglässt. Dann sagen viele, ja, wie kann man da einen Kuchen machen? Geht ganz einfach, man braucht einfach nur Backpulver, damit der Kuchen aufgeht. Und sonst mache ich meine Kuchen mit Öl,
mit Sonnenblumenöl. Das Praktische ist, man hat alles immer daheim. Man nimmt es einfach aus dem Kastel, man muss nichts gekühlt haben, ritzt es mit einem Schneebesen zusammen und hat dann schon einen fertigen Kuchen. Wow, sieht das super aus. Ist das schön? Martina muss nicht mal auf ihr Bratelfettbrot verzichten, denn auch das ist bio und vegan.